Hi Leute, herzlich willkommen zu dem Landwirtschaftssimulator 2017 oder nur 17 besser gesagt mit dem Sachsen-Let's Player, dem Werner und dem Frizzy, also dem Werner von Burning Gamers. Hallo. So, und unseren wunderschönen vier Geräten, Maschinen, was auch immer. Wir haben einen Anhänger, wir haben einen alten Pickup, wir haben einen neuen Pickup und wir haben hier so einen wunderschönen New Holland und einen Case, die älteren Modelle. Ja, und dann wollen wir einfach mal sagen, herzlich willkommen im neuen Forstprojekt, ne? Ja, willkommen Jungs. Denn das wird es hier werden. Und jetzt fragen sich bestimmt die ein oder anderen, was haben sie denn noch? Richtig, eine Kettensäge. Nein. Wer sitzt denn hier schon wieder? Ach, der Dicke sitzt schon wieder hier in dem Pickup, ey. Das glaube ich nicht. So, na gut, dann fahr ich halt den Traktor. Ja, wir werden jetzt so tatsächlich in das Waldgebiet aufbrechen. Denn diesmal hier im LS17er ist es möglich, mit der Hand zu beginnen. Ohne Verladetechnik und das werden wir auch tun. Wir werden quasi die ersten Holzstämme mit der Hand verladen müssen, bis wir uns dann mal den ersten Kran leisten können, ne? Ja, das heißt immer kleine Stückchen abschneiden jetzt und einfach mal auf die Pritsche verladen und da geht das los. Ja. Genau. Und was man auch noch dazu sagen muss, was richtig, achso, ja, servertechnisch, die Synchronisationszeiten sind, schon ziemlich geil, ne? Minimal. Ja, minimal. Boah, es ist einfach so geil, hier mit den Geräten hier lang zu ballern. Ich bin ja mal gespannt, Wir haben ja diesmal auch unterschiedliche Bäume. Wir haben dicke Bäume, dünne Bäume, große Bäume, kleine Bäume und so weiter. Die Bäume wurden sehr stark überarbeitet, also die sehen auf jeden Fall ganz anders aus. Richtig, richtig schön. Und lebendig und ja. Nicht da oben ist nichts. Da stelle ich trotzdem meinen Traktor hin. Habe ja nichts dran hier. So, okay. Bin ich ja gespannt, wie das jetzt funktioniert. Frisi, du musst mit dem Anhänger runterkommen. Den Anhänger müssen wir auch. Was sagst du? Da willst du auch was anfangen. Nee, was willst du jetzt machen mit dem Anhänger? Und umleuchten auch, ja. Ja, ich dachte, den stellen wir erstmal da oben hin. Wenn wir nachher die Hackschnitzel machen. Das wird sein. Nee. Boah, wie du willst. So. So. Wer will eine Hand weniger, der soll rankommen. Ja, ich fäll mal hier den ersten Baum. Ich nehme mal hier die gute Stiel. Also, ihr wisst schon, dass wir jetzt drei Frauen und ein Mann sind. Wer ist der Mann? Oh. Es fängt so an, wie es aufgehört hat. Der Baum fängt nicht um. Das ist halt typisch. Es ist wieder Frisi. Er kann's nicht. Ach, weißt du was? Ich guck erst mal zu. Ja, ich guck auch mal so. Wow. Also die Animation der Frau ist ja. Geht die? Oh, Randy, bück dich. Ich will aber auch mal hier LOL! Woo, baby! Shigadelic! Kannst du mein Mojo spüren? Hey, ich hab mal ein bisschen geschuppt. Okay, jetzt. Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh, guck mal, wie geil. Warte mal bitte! Och. Mann, man muss auch mal aufs Detail gucken, ey. Du bist so ein Ruhepel, ey. So, hier Wald, Baumstamm, Fällen. Baumtextur, schönes, fälliges. Nein, aber guck doch mal, Alter. Guck dir doch mal an, wie geil die Bäume aussehen, wie geil die Rinde aussieht und die ganzen Äste und alles. Das ist was. Alles sehr viel dichter. Ich weiß nicht, ob du bei deinen erweiterten Grafikeinstellungen alles mal. Geil, wie dicht du bist. Goethe war dichter. Auf jeden Fall, Oh mein Gott. Was hast du? Hast du in den Custom-Einstellungen auch alles hochgehobt? Also auf 200%, 16 Mal hier Lasing, Kantenglättung. Ja, ja. Das ist richtig geil. So, aufladen, Jungs, Mädels. So. Erstmal das. Erstmal gesägt werden. So, jetzt säg mal, komm, Frisi. Du Mäuse. Ja, warte, wo ist Marus? Warte mal, das ist ein schöner Untersetzer für den heißen Topf. Ja, ja, warte, bleib mal stehen. Ja? Wo ist er? Da ist er. Hier, bleib mal stehen. Hier. Oh, lol. Da kommt das Ding jetzt wieder vorne. Also. Das kann ich sehen. Ich glaube, das neue Forstprojekt wird episch. Ich glaube, das wird richtig gut. So lang? Alter, das kannst du nicht auf. Ich bin der LOL. Ich bin der Mann hier, weg da. Oh Mann. LOL. Ja, natürlich, auf dem kleinsten Anhänger. Aber Alter, wie geil ist das denn? Alter. Man nimmt die Baumstämme einfach weg da. Füße, da guckst du. So hast du es noch nicht gesehen bei einer netten Dame. Guck mal, der ist ja komplett überladen. Das könnt ihr nicht machen. Guck mal, wie der unten runterhängt. Oh ja. Oh, guck mal die Reifen an. LOL. Nee. Aber guck mal, jetzt sieht man auch schon geil den Reifendruck. Ja. Ja. Oh, und die Federung und alles, es ist einfach mega. Es ist absoluter Oberschiff. Also wenn du noch, Moment, der hat noch Platz. Ich glaube, die kriegst du da nicht richtig rein, oder?
Ja, die müssen einfach mal ein bisschen kleiner sägen, ey. Ich wollte sagen. Oder stell mich hoch und du gibst mir den hoch und ich tu den rein. Aua! Wer hat meinen Stamm genommen? Mach doch mal den Pickup voll. Ich wollte dich nur halb beladen. Ja, eben. Hau das auf den Pickup, den kleinen hier noch, komm. Machst du zwei kleine draus und die packst du vorne rein. Oh. Was in die Kabine? Packst du auf den Beifahrersitz. Jo, genau, soll ich noch anschnallen vielleicht? Ja. Ja, ja. Oh mein Gott. So, das aber das ist wirklich, ist schon sehr, sehr geil. Also das muss ich jetzt mal Moment, echt zugeben. Mal. Baum fällt! Jetzt. Jo, soll ich die schon mal wegfahren? Oh, bring mal weg. Wohin? Wo, ich weiß gar nicht, wohin. Ehrlich, Digga, ist auf der rechten Seite. Und zwar dieses Santon Swarmill. Ah, okay. Das heißt, einmal rumfahren. Okay, ich kann ja nicht hier hoch auch fahren. Halten die bisschen. Oh, du musst schon langsam machen, ne? Ja, Kollege. Ich, ganz gut, ich bin davor, dass ich mal länger angeschlossen habe. Mit, genau. Da ist einer weg. Ja, aber ich packe ihn hier in den anderen Fahrreiter. 3 Meter gefahren. Das dauert nicht. Alter. Kennt ihr nichts. So, auf jeden Fall. Gut, komm dann. Warte, ich nehm die ab oben. Ja, gut. Oh. Passen? Nee. Warte. Er ist mir durch die Hand gerutscht. Da ist ziemlich nass. Ja, du musst kleine Stücke schneiden. Warte. Gar nicht. Oh, lol. Warum lässt du ihn immer wieder los? Halt ihn mir einfach mal von die Larve. Ja, wenn du ihn anpackst, fällt der runter. Ich will, So, guck. Boah. Ich mach gar nichts. Du bist einfach zu schwach. Das ist ja besser als wie jeder andere. So. Jetzt du bist wie im Real Life. Okay, warte mal, bei 1 musst du loslassen. 3, 2, 1. Oh nice, war los. Oh. Was, lol. 3, 2, 1. Fuck. Geh weg, schlag den selber auf, ey. Ach, du bist doch. Also muss die Frau hier selber machen, ey. Der Schwächling hier. Weg da, so. Da, zack, ist er drin. So einen nehme ich zum Frühstück, mein Freund. Da bist du ja gewohnt. Ne? Schneide einfach mal die Scheißbäume hier ein bisschen kleiner. Mann. Ja, dann schneid sie doch kleiner, wenn du willst. So, hier, komm. Guck doch mal, wie dick der ist hier unten, ey. Oh ja. Ja? Hast du nie gesehen, oder? Hol mal deine Freundin für sie, die will auch mal sehen. Doch, ich habe so einen dicken schon mal gesehen, bei deiner Mama. Oh, nice. Gibt's da nicht auch einen Anhänger für den Pickup? Benzin. Achso, Benzin, nee, der bringt uns ja nicht. Okay. Ja, also Markus hat gut den Benzin. Also Manus, die Stücke sind genau perfekt. Ja, weiß ich. Moment. Fährt ihr irgendwer von euch rum? Nee, ne? Nein. Ja, wir sind alle hier am Oh Gott, wer ist noch auf dem Server? Nee, es gibt wohl KI-Verkehr, also normalen, ne? Multiplayer. Ja, den kann ich einen, das ist schön. Ach, echt? Geil. Ja. Wir haben KI-Multiplayer diesmal? Ja. Yep. Oh. Cool. Sweet, dude. Ja, vielleicht noch ein paar Infos zu dem Projekt einfach. Die einen oder anderen werden sich natürlich fragen, warum kommt morgen schon wieder keine Folge. Ja, ganz einfach. Wir werden das so weiter behalten, wie es im 15er war. Das lief nämlich super. Das heißt, alle 2 Tage kommt eine Folge. Aber eben wieder Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß, oder? Nee. Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag, alles gut. Sowas, ne? Ja, genau. Also wie im 15er, alles cool, ne? Und ja. Freut euch, es wird lustig, es wird richtig gut. Ja, wir sind aktuell noch im Lokalhost, noch kein Diddy-Server, deswegen können wir uns auch noch nicht als Admin einloggen und nur der Horst sieht, wie viel Geld wir am Start haben. Kannst du mal den Traktor ein bisschen herfahren, Freezy? Ja, oh, guck mal, wie schön ich das hier gesägt habe. Ist schon ein bisschen gerade geil. Gerade eben hier die Dinger. Sägt die halt auch immer so lange. Du schaffst das nicht, die kleiner zu schneiden, ne? Mann, ey. Ich verstehe es einfach nicht. Alter, ich bin hier am... Ich rede mit Randy. Mit Horst. Ja. Warum, Randy? Warum kannst du nicht einfach ein bisschen kleiner schneiden? Weil du hast mir mal vor ewig langer Zeit... Oh nein. Nee, nicht vor ewig langer Zeit. Da gab es doch keinen 17er. Effizienz erzählt. Du Mongo. Warum soll ich Dinger 30 mal kleiner schneiden, wenn der... Weil das einfach viel cooler ist und viel besser aussieht mit dem Verladen und alles, ey. Ja, das hab doch mal ein Auge für die Schönheit. Da hätte ich mit dir schon gar keinen Kontakt haben dürfen. Ganz kurz. Da steht jetzt, ich bin jetzt an der Verkaufsstelle für Holz. Grauenhaft mit dem. Boah, jetzt ist die Meldung wieder weg. Auf alle Fälle bekommst du für entassetes Holz mehr als wir für Holz. Jetzt müsste Geld gekommen sein. Ja, ist richtig. 241 und 146. 1000? Sehr gut. Nee, glaube ich nicht. Ja, aber du bekommst auch mehr für gerades Holz, was jetzt nicht so verbogen ist und so. Ja. Oh, guck mal hier, Füsi.
Denn? Das wäre ein schöner Hackstock. Warte mal, oh, ich versuche den mal aufzustellen. Stefan? Wow. Das wäre ja noch geil, wenn du das so spalten könntest. Boah, da würdest du. Ja, gut. Holz hacken. Ja. Ey! Der steht! Ja, nice. Nice. Ja, nice. Ach, dammit. Aber Alter, guck mal, wie geil das Holz auch aussieht, ne? Das muss man echt mal. Lol. Ich finde das auch geil. Guck mal, wenn du mal hier auf den Hänger gehst, das Holz sieht nicht gleich aus. Richtig. Hier, hier fehlt mal ein bisschen Rinde, hier ist mal ein bisschen mehr Rinde, hier ist ein bisschen Moos. Wollt ihr mitfahren, Moos dran. Oder was? Warte, das ist noch nicht richtig. Nee. Gibt's eigentlich auch diese Spanngurte auf dem Pickup? Nee, ne? Auf den richten? Nee, auf den Pickups nicht. Haben wir alles drauf erstmal? Ja, mehr passt eh erstmal nicht, ne. Wo muss ich hin? Runter. Also ihr müsst schon mitfahren, ihr müsst das ja per Hand entladen, ne? Folge dir, ach, ja. Da wo Werner ist, ist da nicht das Sägewerk, das sind die Schweine. Ich komm grad wieder zu euch hoch. Werner, du sollst dich schon wieder die Schnitzel klauen. Beim Nachbarnbauer. Nachbarsbauer. Doch, da wo Werner ist, ist schon richtig, aber du hast da gerade verloren. Ja, mein Gott, ich hab einen Stamm verloren. Komischerweise den langen! Die anderen ja, liegen alle schön bist drauf. Nice. Back. Oh! So, wo ist jetzt das Sägewerk? Vorne bis zur Straße, links halt. Oh, und dieser Motorsound, Alter, krieg ich so einen steifen Pillemann, ey, das gibt's gar nicht. Ey, wie du einfach, das ist einfach so, wenn du die Höchstgeschwindigkeit erreichst, wie der Motor dann so ein bisschen in die Abriegelung geht. Oh lol, warte, stopp, wir haben da einen verloren. Ich hab's gesehen. Ich bin aufladen. Und dann einfach, wenn du vom Gas gehst, dieses. Und wenn du gar gehst, dieser kernische Motorsound. Einfach der Hammer. Echt der Hammer. Also das ist, oh, der geht mir gerade der Pillemann so ein bisschen, ne? So, wo müssen wir jetzt hin? Zum? Geradeaus, einfach nur noch geradeaus. Wie heißt das? Mill, irgendwie. Sawmill, Stanton Sawmill. Genau. Die Sägemühle. Jawohl. Ja, sehr cool. Ja, Leute, ihr könnt auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, dass wir hier so ein kleines Forstprojekt auf jeden Fall starten. Wir wollen alle Forstsachen ausprobieren, weil diesmal ist ja auch im 17er forsttechnisch mehr vorgegeben wie im 15er. Es gibt ein paar neue Sachen, es gibt mal stationäre Sachen sogar und so weiter und so fort. Und das wollen wir natürlich alles ausprobieren. Wir warten auf die ersten Mods. Sobald die kommen, werden wir die natürlich auch mit reinschmeißen und so weiter und so fort. Ich denke, wir werden wieder eine Menge Spaß haben. Denke auch. Und ja. Ich spreche da jetzt einfach mal vor, aber ich denke, wenn die ersten LS17 Maps raus sind und wir eine schöne Forstmap finden, werden wir da auch, glaube ich, wechseln, oder? Oder bleiben wir hier auf der Map? Das werden wir dir sagen, jedenfalls. Oh. Und dann treffen wir uns und du bist auf der neuen Map und wir sind immer hier. Lache mich tot. Ich habe gerade GTA aufgenommen, ich habe einfach keine Stimme mehr, ne? Reist du immer bei GTA-Aufnahmen? Ja, relativ viel, ja. Okay. Ja. Also, ich rede gar nicht oder wenn ich rede, dann schreie ich. Ah. Es gibt nicht nur diese zwei Sachen, ja. So, dann also, immer Anschuldigung hin und her, du hast mich gerammt, er hat mich gerammt. Ja. Ach so. Ich weiß nicht, wer am lautesten geschrien hat. Dezibelmesser hab ich nicht aktiv oder sowas. Ja, ja. Oh, hier geht er mal schön auf 29 km runter, ne? Mhm. So, wie im echten Leben, blinken ist eine Stunde. Ja. Oh Gott. Merkt ihr was? Er macht jetzt serious Gameplay. Das, was er am 15er in den Scheißdreck interessiert hat, macht jetzt übelst serious Gameplay. Applaus, Applaus. Ja, das ist Wahnsinn, wie du es immer wieder schaffst, mich zu beeindrucken. Aber, Jungs, so. Jetzt habe ich eine andere Frage. Ja. Wir haben ja den 17er jetzt schon ein paar Tage, ne? Ja. Gibt es irgendwas, was euch gar nicht gefällt? Nö. Nichts, eigentlich ne? Nicht. So, für ein, zwei Kleinigkeiten hätte ich nö vielleicht, aber das sind wirklich Kleinigkeiten. Also, erzähl mal, Werner. Ja, weiß ich nicht, so Feinheiten halt, dass der Blinker nicht automatisch ausgeht, wenn du um die Kurve gefahren bist und solche Sachen. Ach, ne? Geht nicht? Nee, geht nicht. Achso, das war 15 aber auch nicht. Nee. Aber das ist schon ein Meckern auf sehr hohem Niveau. Ja, Manus, versuch den nochmal links abzuladen. Geht nicht. Da geht die Klappe auf. Du kannst das wechseln. Moment. Komm mal, schick zurück, bitte. Ich überlege gerade, wie ich das Abladen beende, ja. Wieder Steuerung I.
Moment, lass mal, René. Wir müssen mal ausprobieren. Na gut. Geht richtig gut mit dem Moment. Holz verladen. Geld ist gekommen. Oh. Dann. Könnte es sein, dass wir ein paar neue Rückleuchten brauchen für den, Geht auch nicht besser, ne? Schade. Nee. Klappe kann man nicht noch so aufziehen, so ein Stück, ne? Nee. Schade. Wäre geil gewesen. Warte, schmeiß ich euch runter! Yeah. Denk dran, mit rechter Maustaste werfen. Ja, ja. Problem, ich krieg die hier nicht raus. Eines unten da. Warte mal. Oh, was denn? Oh! Bin gespannt, ob ich ganz ankomme, ey. Deswegen sage ich einfach nicht so lang, aber naja. Jetzt reite nicht die ganze Zeit drauf rum. Ja, ist aber so. Mimi. Das hat ja nichts mit Mimi zu tun. Das ist ein... Doch. Nee, das null. Nee. Machst du ein Video über mich? Mach. Ist ja der krasse Zerberster, habe ich gehört. So, zack. Yeah. Ja. Yeah. Boah, bist da hingeschmissen. Läuft. Werd ihr den großen Pimmel. So, schön. Erste Ladung Holz. Wie viel hat das gegeben, Randy? Wie viel haben wir jetzt? Circa 3000. Wie viel Geld haben wir jetzt? 25k. Okay, also das müssen wir schon ein, zwei Mal machen. Was ist denn unsere erste Anschaffung? 22k am Angebot. Ich glaube, wir haben keine Bäume mehr. Außerdem sind wir mit der Folge durch. Jo. Dann, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir schauen mal, was unsere erste Anschaffung sein wird. In der nächsten Folge vielleicht oder in der übernächsten. Wir sehen uns auf jeden Fall übermorgen wieder am Donnerstag. Und ja, sind jetzt erstmal raus. Lasst das Däumchen da, wenn euch das Projekt gefällt. Wenn ihr richtig Bock drauf habt, schaut bei den anderen vorbei. Alles in der Videobeschreibung. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.